Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade. Ja, wir sind am 19. Tag des Sommers. Ich habe heute mal ein bisschen aufgeräumt, bei mir in der Wohnung viel erledigt und ich würde mal sagen, was gibt es Schöneres, als zur Entspannung und zum Runterkommen ein paar Runden Harvest Moon zu spielen. Muss man wirklich mal sagen, was gibt es denn da Schöneres? Harvest Moon ist einfach ein tolles Spiel, dann auch noch eine heiße Badewanne und alles ist perfekt. So. Mizi, ich will dich mal streicheln, denn wenn man da noch eine Mizi hat, dann ist wirklich alles perfekt. So. Wobei man dazu sagen muss, viele wissen ja, eigentlich wissen es mittlerweile alle, dass Katzen meine absoluten Lieblingstiere sind. Allerdings würde ich wahrscheinlich niemals selbst eine Katze besitzen. Es ist so, meine Eltern hatten ja eine Katze, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, das ist schon ein paar Jährchen her, aber egal. Die hatten Katzen und ich bin ja mit Kiddies aufgewachsen, mit so kleinen Katzen, so Miez, 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 auch so süß und so. Bin ich ja mit aufgewachsen. Da es aber nicht gerade toll ist, wenn sehr viele Jahre vergangen sind, und diese Katzen dann irgendwann mal weg müssen. Wenn man sich dann trennen muss von den Biestern, das ist dann nicht ganz so schön, sagen wir es mal lieber so. Um es mit anderen Worten zu sagen, meine Mutter hatte mir Bescheid gegeben. Sie hatte mir eine SMS geschrieben, dass es soweit ist. Und zu diesem Zeitpunkt war ich in der Arbeit und sagen wir es einfach mal so, ich war den ganzen Tag zu nichts mehr zu gebrauchen. Wirklich zu gar nichts mehr. Mich hast komplett in der Pfeife rauchen können. Aber genug dazu, wollte ich nur mal gesagt haben. So toll Miezis auch sind, ich glaube, ich werde mir niemals selbst eine besorgen, weil einfach diese Trennung, es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. So, gießen wir lieber mal unsere Pflanzen und unterhalten uns mal über etwas Schöneres. Über etwas viel Schöneres. Wir wollen ja nicht hier so Depri-Themen. Nein, nein, nein. Hallo und herzlich willkommen bei Spike Tales. Unsere heutige Stunde bezieht sich damit Haustiere, die böse sind und somit ach, schießt mich doch tot. Egal. Therapiesitzung hier, weißt du Bescheid und so. So, wir gießen mal unsere Pflanzen. Hallo, willst du gießen? Dankeschön. Und es ist übrigens sehr schön, mal wieder Harvest Moon zu spielen. Es ist schon wieder eine Zeit lang her. Ach, sie fix. Es ist schon wieder eine Zeit lang her, dass ich Harvest Moon gespielt habe. Weil ich einfach nicht so wirklich dazukomme. Scheiß Arbeit und so, weißt Bescheid. Und naja. Ich freue mich auf jeden Fall, endlich mal wieder ein bisschen Harvest Moon aufnehmen zu können. Ich sehe schon unten bei meinem Geld 60.000. Das gefällt mir. Weil ich bin natürlich so hochprofessionell und habe nicht geschaut, was ich in den Parts zuvor gemacht habe. Ich könnte mich da natürlich abstimmen, wunderbar. Um mal zu gucken, was habe ich denn überhaupt vorbereitet und so. Haha, nein, das würde ich niemals tun. Und aber mit den 60.000 kann ich mir schon sehr gut zusammenreimen, was ich vorhatte. Und zwar wollte ich mir zu 100% entweder die Scheune ausbauen oder, was noch logischer ist, ich wollte mir ein Ackerstück kaufen. Und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass ich mir das Ackerstück kaufen wollte. Und das werde ich auch. Und wenn ich mich nicht irre, wie viel kostet das? 75.000? 75.000. Ja, das könnte gut hinkommen. Morgen oder übermorgen könnte ich es mir dann kaufen und dann kann ich erstmal so richtig geil Zeug aussehen und dann, aber dann, meine Freunde, ja, dann, dann ist hier mal Geld hier, ja, weißt du Bescheid, dann wird so richtig ordentlich Geld gemacht. Ich muss auch noch unbedingt mein Haus vergrößern, da ich ja den Panda als Haustier haben will und wow, ich bin halb tot. Nimm mir doch mal bitte ein Bad. Ja, so eine heiße Quelle wäre was.
Muss ich wirklich mal sagen. So eine heiße Quelle wäre doch mal jetzt geil. Oh, das würde meinem Rücken so richtig gut tun. Ich freue mich schon auf eine heiße Badewanne. Darauf freue ich mich jetzt schon richtig. Schön eine heiße Badewanne einlaufen lassen. Schönes heißes Wasser. Oh, herrlich. Dazu noch so einen wunderbaren Badezusatz von Kneipp. Ja, ich bade grundsätzlich mit Badezusatz von Kneipp. Ich bin das sehr markenbewusst. Es könnte auch darin liegen, dass ich ja natürlich Geld von Kneipp bekomme, dass ich sie hier erwähne. Und, ja, natürlich. Und, ich bekomme nicht nur Geld von denen, sondern ich bekomme das Geld nicht nur dafür, dass ich sie erwähne, sondern es ist natürlich auch so eine Art Schutzgeld. Ist das natürlich auch. Und das Schutzgeld bekomme ich natürlich dafür, dass ich Nivea nicht erwähne. Er gibt zwar gar keinen Sinn, aber ist doch jetzt egal. Egal, Milky, wie geht's dir? Ich streichle dich sogar zweimal, merkst du was? Wo ist die Bürste? Milky, ich will dich bürsten, komm her. Oh Gott, wie kann ein Mensch alleine so viel Scheiße labern? Melken wir doch lieber mal Milky. Das macht auf jeden Fall viel mehr Sinn. Normale Milch, Milky, was ist los mit dir? Willst du zum Schlachter? So, wir streichen lieber mal meine liebste Lisa. Dann wird noch ein bisschen gebürstet. So. Und eine Melkmaschine wird auch noch benutzt. Willst du mir was Milch geben? Nein, willst du nicht. Frauen halt mal wieder. Mal wollen sie Milch geben, mal nicht. Ja, 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 Muku wird natürlich auch doppelt gestreichelt, ist ja natürlich klar. So. Bei Muku wissen wir es aber, Muku ist... Ja, du wirst natürlich auch zweimal gebürstet, ist ja klar. Muku ist natürlich perfekt und deswegen... Muku ist ein ganz braves Frauchen, deswegen gibt sie uns auch ganz brav Milch. Gute Milch. Muku, wir werden später noch darüber reden. Wir sollten mal darüber reden, Muku. Bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden? Ist es Lisa, die dich nervt? Liegt es daran, dass Mamme die ganze Zeit auf dich einbeißt? Könnte es daran liegen, Muku? Oder bist du einfach nur mit unserer Wirtschaft und der Regierung unzufrieden? Geh wählen, Muku. Ändere was. Du hast die Wahl, Muku. Geh wählen. So, okay. Ist schon gut, Lisa, hier, friss. Damit du groß und stark wirst, du musst viel Fett ansetzen, damit du Titten bekommst. Milky! Ja. Wie viele Viecher kann ich eigentlich halten? Geht da noch eins hin? Oder bist du zu fett, Milky? Was meinst du, Milky? Bist du schlank genug, dass hier irgendwie noch ein Tier hinpasst? Ich weiß nicht. Müsste ich mal nachschauen, ehrlich gesagt. Ob da noch was hinpasst. So, wenigstens um meine Viecher habe ich mich nicht gekümmert. Ich habe ja noch Hühner, wo es mir gerade einfällt. Ja, die existieren auch noch. Ich habe Hühner, sehr schön. Hallo, liebe Hühner, da ist kein edles Ei dabei. Der ganze Hühnerstall wird abgebrannt mit euch in ihm. So, sehr schön. Und hier drüben liegt noch eins, wenn ich vorbeikomme. Ja, geht's, setz mir doch, jetzt. Setz mir nicht alle im Weg, meine Güte. Ihr merkt doch, dass ihr euch nicht leiden kann. Dadurch, dass ihr euch nur so blöde Namen gebt, wie zum Beispiel Chicken Stern. Warum habe ich dich nicht gleich McChicken genannt? Ha, das nächste Mal. Ich glaube, das nächste nenne ich... Ich könnte eine Kuh nehmen. Genau, genau, ich kaufe eine Kuh, die nenne ich dann Big Mac. Big Mac. Pfleger. Ich glaube, wenn ich so weitermache, dann kommt jetzt echt bald ein Pfleger und holt mich ab. Dann kommen die Männer in der weißen Jacke. Hallo, ich bin Arzt. Ja. Kiki, du willst gestreichelt werden. Komm her. So.
Dann wird Donald noch gestreichelt. Ja, dann wirst du halt nochmal gestreichelt. So, ja wunderbar. Ja, leg es wieder ab. Leg das Ding wieder ab. Leg es hin. Sehr schön. So, wir wollen natürlich noch das Ententeil füttern und das Hühnerteil, damit wir saftige McChicken bekommen. Und Kuku, du bist im Weg. Das ist dir schon klar, oder? So, ich glaube, ich sollte mal zum Abschrecken von den Viechern, sollte ich mal irgendwie, keine Ahnung, so ein Herd hier reinstellen. Am besten hier irgendwie so. Stelle ich hier so ein Herd rein. Wenn ihr unartig seid, kommt ihr auf den Grill. Nach dem Motto. Das wäre doch echt mal eine Idee. Kuku will nichts fressen. Kuku, geh doch sterben. So, was habe ich denn heute? Heute bin ich irgendwie richtig böse. Ich sollte mal eine gute Freundin von mir anrufen, ob wir irgendwas unternehmen wollen. Sie mag diese zynische Art anscheinend nicht so ganz. So. Wunderbar. Wir famose Mayonnaise, ja wunderbar. Nein. Warum? Warum? Ah, warum frisst der Typ rohe Eier? Mann! Warum frisst du rohe Eier? Du bist scheiße. Ja, du bist scheiße. Ah, Mann. Nein, es liegt nicht an mir, dass ich ihn falsch steuere. Nein, der Typ ist einfach nur scheiße. Ja, seht es ein. Er ist einfach nur scheiße. Mann! Raus mit euch! So. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe mal mit Luna ein bisschen Gassi. Apropos Gassi. Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, ich habe mal nachgeschaut, ob ich einen Fisch habe oder so. Luna! Komm mit! Schön mitkommen, Luna. Jetzt angeln wir dir erstmal einen schönen Fisch. Jetzt wird erstmal geangelt. So, wo haben wir sie denn, die Silberangel? Da ist sie doch. Und sagt nichts. Komm, Luna, bei Fuß. So, angeln wir doch Luna erstmal ein kleines Frühstück. So. Oh, das sind noch Pilze. Sehr schön. Luna, dein Frühstück darf noch ein paar Minuten warten. Die nehmen wir natürlich noch mit. Sehr schön. Wo gehe ich denn hin? Luna, ich wollte dir doch Frühstück angeln. Warum sagst du nichts? Wieso sagst du mir nichts? Sag halt was. So, dann mal raus mit dem Fisch für Luna. Ein Karpfen ist das, oder? Kann das sein? Haha, ein Gigant. Wunderbar. Ein Gigant. Ja, ich muss ja sagen, bei mir hier in der Stadt hat ja ein neuer, eine neue Burgerbude, sage ich jetzt mal, aufgemacht. Und ich habe mich schon relativ gut mit dem Besitzer angefreundet, weil das ist nur so eine kleine Bude, so ein kleiner Anhänger, sage ich jetzt schon beinahe mal. Und der macht halt wirklich wahnsinnig geile Burger, muss ich sagen. Und der hat einen Giant Burger. Und ein Giant Burger sind halt dann 3 Scheiben Fleisch drauf. Aber das sind halt dann nicht Mackie-Scheiben Fleisch, sondern da ist eine Scheibe ungefähr so dick wie 5 Scheiben bei McDonald's. Ja. Ist halt da mal ordentlich Fleisch. Und davon 3 Stück. Das ist Fleisch. Oh, die Burger von dem sind echt gut, muss ich wirklich mal sagen. Und es geht auch bei dem relativ gut. Also es ist so ein kleiner, ja, Imbissladen, schon beinahe, keine Ahnung. Und es läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Der will jetzt auch expandieren.
und größer. Er will jetzt ausbauen. Und will jetzt eben mehr machen, dass er da so ein großes Gebäude hinbaut, dass der Wagen sozusagen wegkommt. Dann kommt ein großes Gebäude hin. Solltet ihr mal echt vorbeischauen hier, Simon's Diner in Nördlingen. Mal vorbeigucken. Oh, jetzt wissen Leute, wo ich wohne. Oh nein! Ja, da einfach mal vorbeischauen. Es macht ziemlich gute Burger. Und ja, ziemlich geil, muss ich sagen. Hallo, Mia heißt du, oder? Mia? Mira, Mira. So, ich... Ja, laber nicht so viel, Mira. So. Sehr schön. Ich merke, dass die Rear-Sensor-Leiste ein bisschen scheiße positioniert ist. Sehr fix. Da muss man hier das Glas ein bisschen wegtun, vielleicht geht es dann besser. So, wo sind denn? Da sind sie. Bitteschön. Okay. Ist der Trottel Detlef eigentlich noch da? Hey Detlef, du Trottel! Miezi, ich habe schon gehört, dass du was gefunden hast. Ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Rolf! Cheer! Digga, Suslan! So. Kann ich so besser? Ja, nein. Naja, nicht wirklich sehr viel besser, muss ich sagen. So. Ja, so geht's ein bisschen besser. Jetzt Rolf, sei endlich glücklich. So, bitteschön, kriegst du eine Rose, weil du so eine Schwuchtel bist. Ist zwar keine Rose, aber sieht fast aus wie eine Rose. Eigentlich ja nicht, aber stell dir einfach vor, dass es eine Rose ist. Da hinten liegt ein Kraut. So, stell dich das mal vor, genau. Ihr geht eurer... es ist Valentinstag, ihr wollt eurer Frau hier was Gutes tun. Die Frau denkt halt, oh, oh, der wird so toll zu mir sein. Was steht da eigentlich? Der wird so toll zu mir sein, der wird mir sicher Rosen schenken. Dann kommt er so hin, schenkt er so ein kleines Gänseblüm. Was ist das über deinem Kopf? Miezi. Sei nicht deprimiert. Sei nicht deprimiert. Entschuldigung, Miezi. Stell dir vor, ihr wollt dann eurer Frau oder irgendwie so eine Blume schenken. Die kommt und sagt, oh, der wird mir sicher ganzen Strauß Rosen schenken. Und, dann kommt ihr her und schenkt dir zwei Grashalme. Und dann sagt ihr so, hier, bitteschön. Stell dir einfach vor, es ist ein Rosen. Fantasie! Ach ja. Müsste man echt mal bringen. So. Was zum Geier sind das eigentlich hier für Zeichen? Ich frage mich das jedes Mal. Sind das Inkognitos? Ist Pokémon hier mit dabei? Oder was? So. Sehr schön. Es ist schon einiges angesammelt an Verkaufsware. Und ich möchte mal hier runterfahren. Währenddessen trinke ich gehörig viel. Nahrung wollte ich jetzt schon sagen. Aber Getränke natürlich hier. Flüssigkeit. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen und so. Lecker, lecker, lecker. Mm. Ich trinke für mein Leben gern diesen Instant-Pulver-Zitronentee. Ist zwar kein Tee, aber ich weiß nicht, das Zeug schmeckt irgendwie saugeil. Oh, ich liebe dieses Zeug. Mm. Mm. Lecker, lecker, lecker. Aber ich mag das kalt irgendwie lieber als warm. Warm ist es zwar auch sehr, sehr geil, gebe ich zu. Warm ist es auch wirklich absolut lecker. Ich liebe das Zeug. Aber ich mag es kalt eben noch ein bisschen lieber. So, wir gehen jetzt mal zu dem Fettsack. Und schauen mal nach, was der denn so verlangt für das Grundstück. Ich glaube, es waren es jetzt 70 oder 75.000. Haftbefehl! Schau mal her, was? 70.000 nur. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ja gar nichts. Theoretisch gesehen. So. Hier.
Ja, du magst es, gell? Ja, du magst es, wenn man dich anfasst. Hamminger, du magst das, wenn man dich anfasst.